bin am 1. September 1978 eingereist in die Schweiz, um eigentlich 3 Monate über etwas nachzudenken. Das ist jetzt 37 Jahre her. Ich habe darüber nachgedacht und bin geblieben und habe inzwischen einen Verlag in Zürich, der Bücher rausbringt, der sich um soziale Themen kümmert. Also nach dieser langen Zeit ist für mich die Schweiz schon absolut Heimat geworden, weil mein ganzes soziales Leben findet da statt, mein berufliches Leben findet da statt. Ich habe mich da können verwirklichen, vor allen Dingen beruflich, sehr gute Bedingungen vorgefunden. Und insofern kann ich nur sagen, wir sind enorm privilegiert. Und auch das klingt klischeehaft, aber ich meine es wirklich ernst. Es ist ein hohes Dankbarkeitsgefühl, in so einem Umfeld können zu leben und sich zu verwirklichen. Ich bin gerade dran, die Geschichte von einer Familie aus dem Iran aufzuschreiben, die geflüchtet sind und von 7 Kindern nur 2 überlebt haben auf der Flucht. Also ich lerne durch das Lebensumstände kennen und auch ja, einfach schlicht Menschen. Und dann vergiss ich alles andere. Und in dem Moment, wo man ein ernsthaftes Interesse kann entwickeln am anderen, bewegt sich automatisch alles.